Herzlich willkommen zurück zu... Moin Moin! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015. Weiterhin mit Jan und Klaus und meiner Wenigkeit Glabur. Jawohl, wir spielen weiterhin Südhämmer 9.0 Finale. Finaledition. Ja, die Finaledition. Nur für uns, nur für euch, für alle Menschen der Welt. Die diese also, Map gerne spielen möchten. Besonderes. Genau. Nur für uns. Für euch und für die ganze Welt. Genau, aber erstmal so betonen, weißt du, ja, nur für uns ist so und dann, nein, für die ganze Welt. Ich muss euch sagen, in der Videobeschreibung ist ein Link drin, dann könnt ihr euch die Map kaufen. Ja. Von uns abkaufen hier. Finde ich Bullshit, würde ich niemals bezahlen, sowas. Ich bin voll. Auch am Wochenende wieder. Bäh. Scheiß nein. Alkohol, mach die Birne hohl. Oh, ich muss rübsen. Oh oh. Deckung. Der Papa war echt gedämpft. Der war ganz gedämpft, den habe ich mir. Richtige Slide geht drauf gekommen. Ja, aber so richtig so. Ja, ganz gut. Ein Schiff. Gar nicht. So, dann bringen wir mal die nächste Grasladung weg. Wir brauchen mal ein bisschen. Na, geh hier hin. Erste Bunker, Junge. Voll, Alter. Ja? Kannst ein bisschen schnüffeln. Aber wir brauchen ja ein bisschen Gras als Reserve. Hier spielt jetzt Arma 3. Gucken wir das auch mal irgendwann, aber naja. So. Ja, der neue Mod gefällt mir, den ich dir gezeigt habe. Mhm. Wahrscheinlich mache ich davon auch einen eigenen Server. Mal gucken. Aber ich muss mich da erst ein bisschen mit auseinandersetzen. Der Serveranbieter kann das nicht. So. Das war einfach gerade die Realität, Jan. Achso, jetzt kann ich die Zeit auch mal wieder schneller stellen hier, ne? 160.000 haben wir. Ein Miststreuer muss ich gleich noch kaufen für Kläuschen. Für klar. Genau, für unseren Klausinator, den Terminator, der Rabinator, der Rubbelnator. Oh. Dann bist du gleich mit Gras einfahren, fällig. Könnte noch ein bisschen dauern. Na, jetzt hier nicht das Thema weg. Irgendwie ist oben das Datum jetzt so eng an beieinander. Donnerstag, ja. Der 3. September 2015, 15, 16, 15. Ist das bei euch auch so dicht? Ja, klar. Und bei mir sieht das aus wie 200 noch was. 201.515. Ja. Ja, geil. Also, müssen wir mal ein Update machen hier. 16.30 Uhr, 31 Uhr. Duken geht ein Sekundentakt fast rum. La la la. La 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 la. Ja, heute ist außerdem mal ein anderer Aufnahmetag. Das liegt einfach daran, dass der Jan am Dienstag ja nicht so viel Zeit hatte. Ja, und gestern keinen Bock hatte. Und gestern hat er keinen Bock gehabt, genau. Hätte das angesagt. Ja. Gestern hat er lieber wieder Schrubbel die Dick gespielt. Ja. Schrubbeldick, Schrubbel da. Hier spielt der Schrubbeldi. Was hält denn, was müssen wir denn noch erzählen? Achso, wenn vielleicht Leute sich fragen, du Glabur, warum spielst du denn kein Metal Gear Solid 5? Ich finde es nicht so berauschend. Und warum spielen wir kein Mad Max? Weil die Testberichte schon vorausgesagt haben, dass das Spiel sehr schnell eintönig wird. Und Metal Gear Solid 5 ist zwar so pernös, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Splinter Cells, das ist einfach so wie Splinter Cells in meinen Augen. Einfach wieder Dreiecke über die Köpfe machen bei den Leuten und fertig. Und dann drumherum schleichen, Mission erfüllen und fertig. Weiß ich nicht. Es ist jetzt nichts Neues, Leute, und reizt mich
Absolut nicht, ja. Und ich mache das nicht mehr, jedes Spiel spielen, einfach weil es sein muss, um neue Leute zu bekommen. Das mache ich einfach nicht mehr. Dann spiele ich lieber nochmal 5 Stunden mehr Battlefield 4. Ja, und habe da zurzeit mehr Spaß dran als an alles andere. Wir werden auch versuchen, nächste Woche für euch die Nachtmaps einmal, die Nachtmap einmal zu zeigen bei Battlefield. Das kann man ja auch erzählen, Jan, ne? Und so schnell wie möglich eigentlich auf den 60-Tick oder 128-Tick-Server zu spielen, was nächste Woche erst kommen soll. Und dann, oh, weil zurzeit trifft man irgendwie gar nicht. Oder die haben die Waffen so kaputt gepatcht, mit denen wir so gerne gespielt haben. Da muss ich und Jan uns erstmal wieder schlau lesen, bis die Hämorrhoiden brennen, besser gesagt. Ja. Und dann sollte das eigentlich schon wieder alles ganz gut funktionieren, denke ich. Alter, ich hole hier aber noch ganz schön viel runter. Was fährst du denn? Gülle oder fährst du jetzt... Ich fahr gerade Gülle. Haben wir denn noch genug? Muss ich, ein Schweinestall ist noch was drin und ein Kuhstall ist noch was drin. Okay. Ja, Hauptsache wir kriegen ein bisschen was zusammen, ne? Mhm. Mist können wir dann ja auch noch fahren. Sollte ja auch wieder was da sein. Ich mag den Cereon ja nicht, ne? Also ich muss das ganz ehrlich sagen. Hm? Ich mag den Class Cereon nicht so gern zu fahren. Mhm. Keine Ahnung, das mit diesen Doppelachsen und... Keine Ahnung. Ich finde es halt nur schön, dass er den echt gut gemoddet hat jetzt. Also vom Design her, ne? Von den Farben und das hat er echt gut gemacht. Oh, Schweinestall ist alle. Jawohl, voll. Ich bin Beathead und du Butthead. Na, wer kennt die denn noch, Beathead und Butthead, hä? Ich. Voll geil. Wurden wir 17. Ja. La 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 la. Was gucke ich mir hier zurecht? Jawohl, abladen hier. Haben wir gleich über 100.000 schon, Klaus, im Lager. Mhm. Ist doch schon nicht schlecht, oder? Ja. Werden wir wohl ein bisschen mit auskommen. Mein Gott, sind die Hühner laut. Und dafür, dass keine drin sind. Ja, müssen wir gleich auch noch kaufen. Sollten wir eigentlich haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh. Ja oder nicht? Aber wir sollten noch mehr Schweine alles kaufen. Naja, wir müssen sparen. Wir wollen uns hier auf Kartoffeln und Rüben Kacke machen, endlich. Ja oder nicht? Na, scheiße, jetzt bin ich falsch abgebogen. Brauchen wir ja unbedingt, Klaus. Und ja, haben bald klar. Die Schweine nichts mehr zu essen. Mhm. Da ist noch ein guter Kartoffelernter. 300.000. Uff, schuh. Schon nicht schlecht. Und ja locker aus der Tasche holen. Ja, die 300.000 sehe ich jetzt gar nicht so als Problem, aber wir haben noch nie ein Angebot gekriegt, was uns wirklich mal weiterhilft. Ja. Haben wir fast 300.000 Gerste und so im Lager? Genau, aber es bringt uns null. Weil einfach nichts, mal als Angebot für uns kommt, ne? Ja. Wollen wir erstmal tanken fahren? Mach das.
War gerade die Rede von, dass wir sparen müssen oder wir müssen tanken fahren. Ja, auch noch mähdrescher. Nein, aber das ist einfach, keine Ahnung, also da müssen wir unbedingt zusehen. Ich würde sagen, wir machen erstmal genauso weiter wie vorher auch. Sehen zu, dass wir so viel von jedem ins Lager bekommen. Und dann, wenn Angebote kommen, dass es dann endlich mal in der Kasse klingelt für uns. Ja, aber so langsam wird es mal Zeit, dass echt mal Geld reinkommt. Richtig Geld reinkommt. Und dann wirklich mal einfach nur was wegfahren. Und nicht hier 2 Stunden an der BGA hinsetzen und die Scheiße einladen, ey. Weil das ist zurzeit die einzigste Einnahmequelle, die wir so richtig haben. Ja. Klar, wir geben auch viel aus. Also mal davon abgesehen. Ja, wir kaufen hier, wir kaufen da neue Mods. Den LKW 250 oder 200, nee, 300.000 hat der gekostet, ne? 300.000 der LKW, den wir gekauft haben. Plus Hänger. Genau, plus den Hänger und das. Also wir hauen schon die Kohle eigentlich wahllos weg. Aber, ja. Felder müssten wir eigentlich auch kaufen dann für Kartoffeln und so, meiner Meinung nach. Ja, 3 weitere Felder oder so. Ah, ich glaube, bei Kartoffeln brauchst du nur ein Feld und Rüben ein Feld. Also wenn du beigehst und 3 Felder Kartoffeln machst, dann bist du 30, 40 Folgen dabei und erntest sie ab. Weil die Dinger haben... Es regnet. Wo? Bei dir zu Hause? Ja. Boah, man hört's, Alter. Ja, ne? So doll? Oh, geht. Oh, ich habe heute keinen Bock, mit Auto dahin zu fahren. La la la. La 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 la. Oh, jetzt kippt doch die Scheiße da nicht wieder rein. Das finde ich scheiße hier mit diesen automatischen Verladerampen. Dass du da drunter fährst. Dass du da drunter fährst und plups, ich mach da jetzt einfach mal was rein, weißt du? Warum mich mit rechts bestätigen oder so? Ja, in echt springt das Ding auch nicht einfach an. Okay, 135.000 haben wir drin, Klaus. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Nur das reicht erstmal für die Mischstation. Ja, die Mischstation ist ja voll. Ja. Die habe ich ja auch schon voll gefahren letztes Mal. Voll, also sehr. Daher sollte das wohl jetzt erstmal für eine Zeit lang. So, Meter schon voll. So, Klaus ist also an Gülle fahren. Die Ballen müssen noch zusammen gefahren werden. Ja, das muss ich gleich auch noch machen. Oh. Ich bin hier in Hektik. Hektik, 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 Hektik. Auf welchem Feld sind denn noch welche drauf? 15 und 13. 15, ja genau, 15 und 13. Okay, ich komme. 13 ist, 15 ist noch komplett voll. Ich mal gerade was gucken. Das mit der Presse, das riecht mich ein bisschen auf, dass die kaputt ist hier unten beim Pressen. Ja. Das wäre so cool gewesen. Wir haben auch ein Strohlager. Also wir brauchen das gar nicht alles als Ballen machen. Wir können auch lose Stroh fahren. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja weiterhin so handhaben. Wollen das ja auch häckseln. Genau, wir wollen das ja hier die Maschine nutzen. Was hast du gesagt? 15 und 13, also muss ich hoch zum Hof erst fahren. Ja. Alles klar, ich komme, Ladies. Ich komme mit meinem Spritz, Baby, Spritz. Achtung, bekloppt das unterwegs. La la la. La 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 la. Hallo, Klaus. Na, leck. Das ist so mies, wenn es noch nicht dunkel war und du musst da mal, Jan, wenn einer dir entgegenkommt, Licht anmachen. Okay. Dann bleibt erstmal alles bei demjenigen stehen. Aber gut, ne, wo der den Häcksler da hingestellt wurde, wo das Dach über das Häcksler gemacht hat, ne? Gut, dass wir die Beine so weit weggestellt haben. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt die Arschkarte.
Aber mir läuft es aber viel, viel stabiler. Also kann einer sagen, von was auch. Also klar, du hast immer noch die Drops auf dem Hof, auf jeden Fall. Da will ich gar nicht von reden. Aber nicht mehr ganz so extrem, wie es früher war. Du hast ja ein Problem, ich habe keinen Gülle mehr. Ja, dann nimm Kacke. Ach, da muss ich dir erstmal einen Mischstreuer kaufen. Ja. Wir haben keinen gemoddeten, ne? Nee. Nein. Du musst mal schön das Güllefass im Schuppen schieben. Ja, und da hast du deinen mega Mistwagen. Nimm dir aber einen großen Trecker mit, mehr sage ich nicht. Ja. Immer ein Case. Case? Wird eng. Ja, klappt ja. Du brauchst 220 Pferde. Bei alten Map, da habe ich. Mit dem Emble-Track habe ich ein bisschen gefahren. Ja, aber nicht mit dem Mistwagen. Doch, mit dem großen haben wir Kompost gefahren. Nö, wir hatten nur den kleinen. Nein, auch den großen. Ich hab erst vor 3 Tagen den verkauft. Den kleinen. Ich hab gesagt, auf der anderen Map. Ja, da hatten wir dieselben Sachen wie hier. Ja. Ja. Da haben wir auch den großen. Nö. Am Ende. Also ich weiß nicht, weil dann hätten wir nämlich den großen hier auch gehabt. Haben wir doch gehabt, den haben wir doch erst verkauft. Ne, wir hatten nur den mittleren. Glaube ich dir nicht. Ja, okay. Also wie ich weiß, ja, hatten wir nur den mittleren. Diesen komischen roten. Und wenn, ist ja auch scheißegal. Trotzdem brauchst du 220 Pferde. So. Und voll, oder? Ne, geht noch was rein, alles klar. 15 und der letzte jetzt. Alles klar zu machen. Und wieder hochgurken hier. Wir müssen die Felder leer kriegen. Nass, lecker. Nee. Ne? Ich hab nämlich wieder Licht angemacht. So, wir sagen schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Der Jan ist heute wieder so leise, Leute. Schreibt mal eigentlich was in die Kommentare über den. So, bis dann. Tschüss. Tschüss.